Hallo, hier ist Beatrice. Heute bin ich den zweiten Tag in Meran und heute werde ich mit der Seilbahn auf den Berg rauffahren, Meran 2000, und da eine schöne Wanderung durch den Wald machen. Ich bin Gott sei Dank besser drauf als gestern. Gestern war ich ziemlich deprimiert, aber das hatte ich im Video gestern schon erzählt. Es gab allerdings eine schöne Auflösung. Ich habe eine schöne Botschaft bekommen, die mir dabei geholfen hat. Also wenn dich das interessiert, kannst du da gerne mal reinschauen, wenn du es noch nicht gesehen hast. Heute starte ich, wie gesagt, optimistisch, froh Gemut. Es ist ein toller Tag, schöner Sonnenschein. Und ja, nachdem ich gestern ja an einem heiligen Ort war, in einer Kirche, steht heute kein heiliger oder besonders heiliger Ort auf dem Programm, aber der Wald auf dem Berg wird auch so wunderbar schön sein. Ich war nämlich schon mal in Meran, vor langer Zeit, ich weiß es. Und mal sehen, was mir heute so für eine Botschaft kommt und was heute so in mir vorgeht. Und das werde ich dann mit dir teilen. Komm doch einfach mit. Hier ist der Einstieg zu meinem Wanderweg, den ich mir ausgeguckt habe. Und da geht es schon in den Wald. Ich wollte nämlich ein bisschen durch den Wald, obwohl es da oben natürlich auch sehr geil ist. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu sportlich. Hier oben ist es ganz schön frisch auf 2000 Meter Höhe. Gott sei Dank habe ich meinen Vlies und noch eine Jacke dabei. Ja, und dann geht's mal los. Ich habe vor 20 Jahren, als ich noch an der Uni war, mehrere Exkursionen gemacht in die Alpen. Und da haben wir immer Blumen angeschaut. Und jetzt sehe ich hier schon so ein paar. Mal gucken, ob ich ein paar wiedererkenne. Das linke, da müsste Thymian sein. Irgendeine Art von. Vielleicht nicht der normale, keine Ahnung. Und das da könnte ein Kreuzblümchen sein. Aber ich will jetzt den Mund nicht zu voll nehmen. Das ist 20 Jahre her. Warnte es schon, als ich gerade durch ein Gatter durchgegangen bin. Hier sind Kühe. Hoffentlich sind die weit weg vom Weg. Es ist zwar geil, weil das natürlich jetzt richtig echt ist. Das volle Programm sozusagen. Mal gucken, was mich hinter dieser Ecke hier erwartet. Mein Gott, jetzt muss ich doch genau an den Kühen vorbei. Wirklich ganz genau. Die eine guckt schon. Hallo. Ob das bei denen auch so funktioniert wie bei Hunden, wenn man einfach so tut, als wäre man nicht da. Oh.
Da ist so eine Almhütte. Mal gucken, ob ich mich da auch mal kurz reinsetze. Vielleicht kann man da einen Tee trinken. So, ich bin auf dem Rückweg. Die Kühe sind immer noch da. An derselben Stelle. Also ich gehe denselben Weg wieder zurück. Und diesmal stehen sie wirklich mitten genau auf dem Weg. Und der eine hat sogar Hörner, der mitten genau auf dem Weg steht. Ich glaube, ich stecke die Kamera jetzt aber mal weg. Oh, vielleicht geht er jetzt gerade zur Seite. Das ist natürlich schön. Mache ich denn da jetzt? Vielleicht setze ich mich auch auf die Bank und warte, bis die weg sind. Das sieht doch noch ein Plan aus. Genauso machen wir es. Ich habe die Kühe überlebt. Aber die eine da, die schwarze, die ist mir echt ein paar Meter hinterhergegangen jetzt, weil sie gucken, was ich in meinem Rucksack habe. Oh Mann. Puh. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Ich könnte ewig hier oben bleiben, es ist so schön. Aber ja, ich gerate dann irgendwann ja dann auch an meine körperlichen Grenzen und das muss ich jetzt auch nicht ganz ausreizen. Insofern, ja, war das jetzt gerade richtig und gerade schön und ich hatte einfach alles. Ich habe eine gute Intuition gehabt, mir diesen Weg rauszusuchen, der war super schön. Ich mochte das auch gerne, so ein bisschen durch den Wald zu gehen. Der Wald ist hier ja also knapp unter der Baumgrenze oder Waldgrenze, ja, wie auch immer. Knapp unterhalb, trotzdem so ein bisschen aufgelockert. Und ich habe überhaupt nicht erwartet, weil ich mich da nicht dran erinnert habe, so viele schöne Blumen zu sehen. Das war ja sowas von toll, wenn ich bei uns zu Hause im Pfälzerwald oder im Odenwald unterwegs bin, da sind halt nicht so viele Blumen im Wald, aber hier ist es halt einfach, weil die Matten, wo halt mehr Blumen sind, so zwischen die Bäume reichen irgendwie, ne? Hier an der Grenze einfach. Ja, es war super. Ich fand auch den Effekt wieder ganz interessant. Wenn man so im Gebirge ist und man sieht unten das Tal, dann kommen einem gleichzeitig auch seine Probleme, die man so im Alltag hat, die man normalerweise unten im Tal hat, irgendwie so winzig vor, so nichtssagend. Und gestern war ich ja total deprimiert, schlecht drauf. Und heute kann ich es überhaupt gar nicht mehr verstehen, wie das jetzt kam und was das jetzt sollte. Also heute war plötzlich wieder alles klar. Hier oben auf dem Berg, da ist einfach alles klar. Die Aussicht, man hat mehr Aussicht. Also es ist wie, als würde sich das aufs Unterbewusstsein oder auch aufs Bewusstsein auswirken. Fand ich echt ganz interessant. Habe ich schon öfters mal bemerkt, aber hier ist es natürlich höher als da, wo ich sonst so bin. Das sind hier knapp 2000 Meter. Und da fiel mir das jetzt besonders nochmal auf. Ich habe einfach festgestellt, dass das einfach wirklich nur mein Ego ist, was solche Zweifel sich da ausdenkt. Und dadurch, dass das Ego ja was ist, woran man wirklich glaubt, man identifiziert sich ja damit. Ja, also man denkt wirklich, das wäre so. Ja, das, was das Ego sagt, glaubt man wirklich. Und im Endeffekt ist das aber gar nicht meine Überzeugung. Das ist nicht die Überzeugung von meinem wahren Selbst, sondern es ist einfach eine falsche Überzeugung, dass das einfach alles nichts bringt, was ich hier mache und dass das alles sinnlos ist und
überhaupt, was ich in meinem Leben so treibe, ist alles sinnlos und führt nirgendwo hin. Das sind einfach alles die Sachen, die das Ego sagt. Und in dem Moment, wo ich diese Zweifel glaube, naja, da geht es mir halt schlecht. Und heute hier auf dem Berg ist mir einfach klar geworden, dass das halt einfach alles nicht stimmt. Dass das einfach alles okay ist, dass es auch richtig ist, dass es der richtige Weg ist, auf dem ich bin. Und ja, das war jetzt echt eine ganz tolle Erkenntnis nochmal, die mich jetzt auch persönlich wirklich weitergebracht hat. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Ja, toi toi toi. Insofern sage ich schon mal Tschüss. Das ist mein letzter Tag hier in Meran, leider schon wieder. Aber es kommen dann irgendwann noch andere Videos. Bis dahin dann. Tschüss, mach's gut.